Warum werden Zähne manchmal dunkler? Mein Name ist Dr. Julia Reiser-Nebeling. In dem heutigen Video werde ich euch ein paar Gründe aufzählen, warum Zähne dunkler werden können. Ein Grund ist sicher, dass wir, wenn wir altern, auch dunklere Zähne bekommen. Es ist tatsächlich so, dass die Zähne sich verfärben von innen heraus. Das können wir auch nicht mit einer Politur oder einer einfachen Zahnreinigung entfernen. Das heißt, mit dem Alter werden die Zähne automatisch ein bisschen dunkler. Es werden sich wahrscheinlich verschiedene Farbstoffe einlagern. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass alte Amalgamfüllungen, die entfernt wurden, den Zahn verfärbt haben. Oder aber ein toter Zahn. Tote Zähne werden tatsächlich nach einer gewissen Zeit oftmals dunkler. Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder ist beim Unfall zum Beispiel Blut in das Dentin eingeflossen und hat sich dort abgelagert. Auch nach der Behandlung ist es noch da und es wird dann immer mehr dunkel. Oder aber die Behandlung ist nicht adäquat durchgeführt worden, die Wurzelkanalbehandlung, und es kommt dadurch auch zu Verfärbung. Um das zu beseitigen, braucht es aber allerdings den Zahnarzt. Wenn wir zum Beispiel tote Zähne haben, einzelne tote Zähne in einer Zahnreihe, kann das mitunter ästhetisch sehr störend sein. Zum Beispiel kann man jetzt hier hingehen und kann diesen Zahn von innen bleachen. Von innen bedeutet, der Zahnarzt muss hier, wenn die Wurzelfüllung dicht ist, etwas einlegen, was bewirkt, dass von innen heraus der Zahn wieder heller wird. Und zusätzlich kann man ihn auch noch von außen bleachen und so wieder der normalen Zahnreihe anpassen. Wenn das nicht gut ist, kann man natürlich auch hingehen und kann dort eine Venier oder eine Vollkeramikkrone machen, sodass der Zahn wieder optimal in die Zahnreihe hineinpasst. Ist es so, dass die Verfärbung an den Zähnen, wie gesagt, altersbedingt sind, kann man zum Beispiel hingehen und kann bleachen. Meistens braucht es dann mehrere Durchgänge, dadurch, dass die Zähne aber schon älter sind und der Nerv sich meist schon ein bisschen zurückgezogen hat, sind die aber auch nicht so empfindlich. Das heißt, wenn wir jetzt hier 4 oder 5 Durchgänge machen müssen beim Powerbleaching, dann ist es für den Zahn nicht so schädlich und für den Patienten auch nicht so mit Schmerzen verbunden. Ja, wir haben das schon viel bei älteren Leuten gemacht und gemerkt, dass hier die wenigste Schmerzempfindlichkeit besteht. Das sind Möglichkeiten, wie ihr dunkle Zähne heller bekommt. Und wie gesagt, wichtig ist, geht da zu einem Fachmann, lasst das von einem Spezialisten machen, von einem Zahnarzt zum Beispiel. Oder wenn ihr bleachen wollt, geht in so eine Bleaching Lounge, wie es das auch hier zum Beispiel in Zürich gibt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schreibt mir unten in die Kommentare auch Fragen. Ich bin jederzeit bereit, euch auch Fragen dazu zu beantworten. Eure Zahnfee, eure Julia.